Was ist der einfachste Weg, um ein Drehbuch anzufangen? Sind es irgendwelche komplizierten Techniken oder brauchst du jahrelange Erfahrung? Nein, es beginnt mit einem Satz. Ich erkläre dir mal, was ich damit meine. In diesem Video geht es um die Logline. Der alternde Patriarch einer Dynastie der organisierten Kriminalität überträgt die Kontrolle über sein heimliches Reich seinem widerwilligen Sohn. Hinter diesem einen Satz verbirgt sich die grundlegende Geschichte eines sehr bekannten und sehr beliebten Filmklassikers. Wenn du es weißt, dann schreib es gerne einmal in die Kommentare. Und vor allem ist das auch ein Beispiel einer Logline für einen Film. Und im Kern sind Loglines sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn du ein Drehbuch schreiben möchtest, aber noch nicht ganz genau weißt, wo du beginnen sollst. Du musst dir einfach weitaus weniger Gedanken machen und kannst dich direkt auf den Kern konzentrieren. Loglines sind kurz, einfach und beinhalten trotzdem den interessantesten Kern einer Geschichte. Oder in anderen Worten ist die Logline die kleinstmöglichste inhaltliche Zusammenfassung für eine Geschichte oder eine Handlung. Aber wie schreibt man jetzt am besten so eine Logline? Eine Logline ist meistens ein einziger Satz, der aus 25 Worten oder weniger besteht. Daher musst du eine Logline noch gar nicht erst groß ausschmücken und kannst dich direkt auf den Kernkonflikt deiner Geschichte konzentrieren. Eine Logline ist daher auch nicht der Platz für überraschende Wendungen oder für ganz besondere Symboliken in der Geschichte. Die Frage ist einfach, was macht deine Geschichte spannend? Der zentrale Konflikt. Also, was ist das große Problem in deiner Geschichte? Der zentrale Konflikt besteht aus drei Teilen. Ein Ziel oder eine Art ideale Weltvorstellung, ein Hindernis, was das Ziel unmöglich erscheinen lässt und ein Held, durch dessen Augen wir die Geschichte wahrnehmen dürfen. Wichtig ist, dass eine Logline den Inhalt präzise und verständlich formuliert. Dann wird dir die Logline auch später noch eine große Hilfe sein, den roten Faden in einer Geschichte nicht zu verlieren. In den meisten Fällen besteht eine Logline aus einem Um-Zusatz, also ganz nach dem Schema, der Held muss ein Hindernis bewältigen, um sein Ziel zu erreichen. Zum Thema Held oder Protagonisten hier nochmal ein paar Tipps. Verwende keine Namen, sondern beschreibe den Charakter oder die Figur lieber mit Attributen oder Adjektiven. Und vergiss nicht, dem Held so ein kleines Defizit oder so einen kleinen Makel zu geben, um ihn interessanter erscheinen zu lassen, aber auch um das Vorhaben noch schwieriger erscheinen zu lassen. Das Hindernis ist in den meisten Fällen der Gegner des Helden, also der Antagonist oder eine antagonistische Kraft. Mit der gleichen Sorgfalt, wie du deinen Held erstellst, solltest du auch den Antagonisten erstellen, also keine Namen und lieber mit Attributen arbeiten. Und am besten noch, warum er für den Held ein Hindernis darstellt, also warum steht er dem Ziel des Helden im Weg. Und nur wenn es wirklich wichtig für die Geschichte ist, solltest du das Setting noch beschreiben, also Ort, Zeit etc. Gerne macht man das zum Beispiel in Science Fiction, um zu zeigen, welche neuen Gesetze oder Regeln in dieser neuen Welt gelten. Das absolute Highlight einer Logline wäre noch zu zeigen, was auf dem Spiel steht oder eine Art Zeitverknappung oder so ein zeitliches Ultimatum. Damit schaffst du es bereits in einer kurzen Logline Spannung aufzubauen. Etwas, was manche nicht mal in einem kompletten Buch hinbekommen. Diesen und noch viele weitere Tipps kannst du in meinem Buch 8,5 Schritte nachlesen. Solltest du auf jeden Fall mal anschauen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und damit ab zum Outro.